Hallo, mein Name ist Wolfgang Hottwagner. Ich arbeite am Austrian Institute of Technology, bin der Research Engineer in dem Center für Digital Safety and Security. Und ich rede heute ein bisschen über containerfähige Linux-Kernel-Rootkits. Bevor ich zum IT gekommen bin, war ich 13 Jahre Linux-Admin. Und als Linux-Admin hat man einen gewissen Respekt vor Linux-Kernel-Rootkits. Und frei nach dem Motto Know Your Enemy habe ich schon 2006 mein erstes Rootkit programmiert. Und als ich dann 2017 irgendwie davor gestanden bin, irgendwie eine Bachelorarbeit zu schreiben, dachte ich mir, ich roll das einfach wieder auf, dieses alte Rootkit. Und das ist jetzt der Großteil von dem, was ich heute präsentiere, ist aus dieser Bachelorarbeit. Als Inspiration war natürlich das Frag Magazine, das coolste Magazine ever. Da gab es schon Artikel über Rootkits, über alle möglichen Formen von Rootkits, und ich kann die Artikel wirklich sehr empfehlen. Sie sind jetzt immer noch spannend, wenn auch nicht mehr ganz so aktuell mit dem Kernel. 2006 war ich in Berlin beim CCC und habe da einen Vortrag gesehen von Joanna, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Rudowska. Und sie hat das Bluepill-Rootkit vorgestellt. Dieses Rootkit war ein Rootkit, das das System in eine virtuelle Maschine gepackt hat. Und das Rootkit hat außerhalb dieser virtuellen Maschine gearbeitet. Ziemlich cool, ziemlich stealthy. 2016 hat Michael Leibowitz, ich glaube auf der Black Hat, wenn ich mich nicht täusche, das Horsepill-Rootkit vorgestellt, das das gleiche gemacht hat, nur mit Container. Das heißt, es hat das System in einen Container versetzt. Und bis jetzt ist mir noch kein Rootkit untergekommen, das eigentlich mit Containersystemen irgendwie umgehen kann. Und somit habe ich einmal diese Arbeit gestartet. Was sind Rootkits? Wenn ein Angreifer erfolgreich war bei seinem Ziel, will er seinen Zugriff sicherstellen, er will wieder reinkommen, er will natürlich versteckt bleiben und installiert dazu am besten ein Rootkit. Es gab laut Internetrecherche bitte schon in den 80er Jahren das erste Rootkit. Das hat einfach nur irgendwie die Logs gecleant. Es gibt verschiedene Rootkits unter Linux. User-Mode-Rootkits und Kernel-Mode-Rootkits. Die einfachsten User-Mode-Rootkits ersetzen einfach Binaries. Das heißt, keine Ahnung, will man, dass PS einen Prozess nicht zeigt, dann patche ich einfach PS. Will ich, dass NetStat irgendeine Netzwerkverbindung nicht zeigt, dann patche ich einfach NetStat. Eine andere Art von User-Space-Rootkit ist einfach LD-Preload. Das hookt einfach Library-Functions. Und ich kann dann zum Beispiel Readdir hooken und Readdir einfach mein eigenes Readdir so programmieren, dass es gewisse Dateien nicht anzeigt. Und dann gibt es Linux-Kernel-Rootkits. Um die geht es jetzt. Ja, Container. Container sind super beliebt seit Docker. Nur was genau ist ein Container? Jetzt vor kurzem gab es im LVN Magazine irgendwie die Diskussion, was ein Container eigentlich ist. Der Kernel bietet Funktionen zum Isolieren von Prozessen, verschiedenste Funktionen. Nur es ist nicht klar definiert, was jetzt ganz genau ein Container ist. Jede einzelne Containerlösung kann das jetzt anders implementieren. Im Normalfall wird ein Prozess in einen Prozess-Namespace, in einen PID-Namespace gegeben. Es gibt auch andere Namespaces. Und das passiert dann mit der Funktion Clone oder Unshare. Wer genauer über Container Bescheid wissen will, den empfehle ich diesen Blog. Das ist ein Blog von einer Hackerin namens Lissy. Sie hat ein Containerprogramm in C geschrieben mit 500 Zeilen Code. Sehr inspirierend und sehr cool, wenn man tiefer gehen will in Containersystemen. Es kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz bei Container. Es gibt Namespaces, die einfach Prozesse oder User oder Netze irgendwie isolieren und trennen.
Es gibt C-Groups, die einfach die Ressourcen limitieren können. Es gibt Capabilities, die unprivilegierten Prozessen einfach gewisse Permissions gibt. Es gibt SecComp, das einfach die Syscalls beschränken kann für einen Prozess. Ja, das sind ungefähr so die Technologien, die man dann verwendet, um irgendwie einen Container zu starten. Namespaces. Namespaces sind dabei wirklich eine elementare Geschichte. Es gibt die unterschiedlichsten Namespaces. Ich hoffe, diese Liste ist noch aktuell, weil sie ist noch aus dem Jahr 2017 und da ist C-Group Namespace gerade dazugekommen. Es kann sein, dass es jetzt noch einen weiteren gibt. Ich weiß nicht davon. Verwenden tue ich mit meinem Rootkit hauptsächlich den PID-Namespace, den Mount-Namespace und den Net-Namespace, weil sie einfach für das, was ich machen will, am spannendsten sind. Ich komme dazu noch. Der PID-Namespace, der ist so spannend, weil man nehme an, man hat einen Prozess, der läuft in einem Namespace. Zum Beispiel der Init-Namespace, das Wirt-System ist ja genauso in einem Namespace zu Beginn. Und dieser Prozess startet einen weiteren Prozess, der in einen neuen Namespace gestartet wird, zum Beispiel mit Klon, mit dem Klon-Syscall. Dann hat dieser neue Prozess zwei PIDs, eine im Parent-Namespace und eine im Client-Namespace. Und es kann passieren, dass im Client-Namespace PID 1 ist und der Parent mit einem anderen Prozess auch die PID 1 hat. Abgebildet werden Prozess-IDs bzw. Prozesse oder Tasks, wie alles unter Linux, alles ist File, alles ist eine Datei im Prots-Dateisystem. Das heißt, wir hätten dann im Prots-Dateisystem vom PID-Namespace eine Datei namens 1. Dieses Prots-Filesystem brauchen wir dann später, um Prozesse zu verstecken und wir sind da jetzt auch schon einen weiteren Namespace. Nicht unmittelbar eingezeichnet in meiner hübschen Grafik, sondern wir sind da in diesem Ding. Dieses Prots ist natürlich anders wie das Prots vom Parent. Das heißt, wir haben da auch den Mount Namespace. Ja, Kernel Rootkits. Ein User wird kontrolliert von seinem Administrator, der ist dann Super-User. Und bei einem kompromittierten System gibt es dann den Super-Duper-User. Und das ist eben der Hacker, der im Kernel sitzt. Rootkits, habe ich schon gesagt, haben die unterschiedlichsten Aufgaben, Verstecken von Dingen, Logs vermeiden, Hintertür bereitstellen. Das Rootkit selbst verstecken ist ein so ein Ding, aber in den meisten Fällen oder in den meisten mir bekannten Fällen ist es eine Kombination aus einem User-Space-Programm und einem Kernel-Space-Programm. Das heißt, die meisten Rootkits, die man so irgendwo auf GitHub oder sonst irgendwo findet, hat in irgendeiner Form einen Client bzw. irgendein User-Space-Programm und eben das Kernel-Modul. Die übliche Methode, wie man einen Prozess verstecken kann, für alle, die es nicht wissen, ist einfach, ich habe es vorhin schon gesagt, im Prots-Filesystem werden eben die Prozesse abgebildet. Das heißt, wir haben da zum Beispiel Prozess mit der PID 1 und einen mit PID 7. Und wenn der Kernel jetzt sagt, ey, diese Datei gibt es nicht, also einfach diese Datei ausblendet, dann ist es für die meisten Tools so, okay, die gibt es nicht. Sie wissen davon nicht. Und so kann ich sehr effizient einen Prozess verstecken. Es gibt unterschiedliche Methoden, das im Kernel zu tun. Ich kann einfach den System Call Table patchen, das heißt, das ist der Table, wo einfach Function Pointers drin sind zu den einzelnen System Calls. Ich kann das einfach austauschen mit meiner eigenen Function und kann so eben zum Beispiel getDance, was der System Call für ReadDir wäre, patchen und könnte so diese PID 1 aus dem Prots ausblenden. Es gibt noch weitere Methoden, zum Beispiel den Interrupt Descriptor Table patchen, ist ähnlich. Man kann das virtuelle Filesystem patchen, zu dem komme ich auch noch. Und Kahook, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie Kahook funktioniert.
Ich habe es nur gesehen bei einem Rootkit namens Reptile, das auf GitHub zu finden ist. Wenn das eine neue Methode ist, ich habe keine Ressourcen dazu gefunden, ich konnte nicht wirklich recherchieren, tut mir leid. Infektionsmöglichkeiten gibt es mehrere. Es gibt InSmod, einfach das Modul laden. Ich kann das Kernel-Binary einfach austauschen und rebooten. Es gab eine Zeit das Problem, dass DevMem oder DevKMem einfach zu patchen war. Das heißt, ich habe einfach mein Binary direkt in der Memory geschrieben. Das macht zum Beispiel das Rootkit-Socket. Und tja, ich habe das DevMem extra nochmal aufgeschrieben. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Die Kernel-Entwickler haben da reagiert und haben den Memory, der da erreichbar ist, limitiert und begrenzt. Und somit ist das nicht mehr möglich. Nur während meiner Arbeit und während ich geschrieben habe, ist diese CVE da aufgekommen. Und die konnte diese Restriction umgehen. Es gab da eine Sicherheitslücke im Kernel, die konnte diese Restriction umgehen. Und bei solchen Bugs kann natürlich so ein Rootkit ein Revival erleben. Und vor kurzem gab es ja Thunderclap mit Direct Memory Access. Ich habe keine Ahnung, in welchen Memory man da überall reinschreiben kann, aber das könnte auch sowas Ähnliches sein. Das wäre vielleicht eine neue Forschung. Zu meinem Rootkit. Mein Rootkit war natürlich nur ein Labor-Rootkit. Ich wollte damit einfach nur mal reinprogrammieren, mal reinschauen in den Linux-Kern und mal sehen, was mit den bekannten Methoden bei einem Container-System anders ist. Und habe dann einfach einmal reingeschrieben. Ich habe mir gewisse Anforderungen gesetzt, beziehungsweise mein Scope ein bisschen limitiert, weil so ein Rootkit, wenn man dann einmal anfängt, das kann sehr ausarten und man kommt immer mehr auf Ideen drauf und man könnte immer mehr machen. Aber ich habe es auf jeden Fall mal in irgendeiner Form begrenzen müssen. Es soll natürlich Container berücksichtigen. Das ist das Originelle an diesem Rootkit. Das Modul soll versteckt sein, das ist ziemlich straightforward. Es soll Prozesse verstecken können. Es soll eine Privilege Escalation ermöglichen. Es soll einen Ausbruch aus dem Container ermöglichen. Das war mir besonders wichtig. Es soll ohne Client auskommen. Warum? Container sind meistens ziemlich limitiert. Und es gibt vielleicht viele Container in einem System und ich will mit dem Rootkit sprechen können, ohne irgendeine Anwendung. Ich will nichts drauf installieren müssen, es soll einfach funktionieren. Und es soll in Memory, das war einfach nur der Einfachheit halber, weil ich mich nicht um die Persistierung kümmern muss. Also dass es nach einem Reboot wieder ladet. Ja. System Calls verändern, ich habe schon gesagt, man kann den System Call Table batchen und einfach einmal eine PID nicht anzeigen, indem man GetDance zum Beispiel patcht. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel von einem Code, der System Calls patcht. Nicht der ganze Code, aber man sieht ungefähr, worauf es hinausläuft. Ich habe hier einen Function Pointer, der einfach nur den alten, originalen System Call speichert. Und ich habe einen Function Pointer, der den neuen, meine böse Function speichert, beziehungsweise damit ersetze ich eigentlich das Setuid. Und man sieht schon im Code, das ist im Übrigen eine typische Backdoor, mit der kann ich einen Privilege Escalation erreichen, indem ich einfach den aktuellen Task UID 0, Group ID 0, Setuid 0 und so weiter setze. Ich kann auch Capabilities setzen oder SecComp entsprechend setzen. Und man sieht schon, es wird bei der if-Abfrage, wenn ich das pro Container, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nur einem bestimmten User in einem bestimmten Container jetzt automatisch Root-Rechte geben, dann muss ich mich darum kümmern, in welchen Namespace er ist. Das heißt, ich muss wissen, in welchem PID-Namespace dieser Prozess ist und ich muss in diesem Prozess, in diesem Namespace dann die PID von dem jeweiligen Prozess finden. Und wenn man sich das dann genauer anschaut,
müsste man, wenn man jetzt sagt, man will auch das irgendwie managen, müsste man eine Struktur angeben, die einfach den PID-Namespace drin hat und ein Array mit PIDs, die zum Verstecken sind, sodass ich für jeden Namespace eben eine Liste an PIDs habe. Das wird sehr, sehr komplex, wenn man das so macht. Und ich komme dann später nochmal darauf zurück. Aber ich habe es so gemacht zuerst. Man kann auch das virtuelle Filesystem patchen. Das ist auch eine super schicke Möglichkeit, Dinge zu verstecken. Das Tolle an Filesystem-Patchen ist, dass es sehr spezifisch auf einen Container ist. Das heißt, ich kann sagen, ich will jetzt eine Datei nur in diesem einen Container verstecken. Ich nehme dazu den Mount Namespace, wo diese Datei ist, und patch da die File-Operationen. Das heißt, die Funktionen, die zum Beispiel bei einem Read-Dir aufgerufen werden würden. Und das Gleiche wieder, ich blende dann einfach in dieser Funktion gewisse Dateien, die ich verstecken will, aus. Das wäre ein Beispiel. Man sieht, dass ich hier dann eben wieder den PID-Namespace brauche, in dem ich das verstecken will, und ich muss dann in diesem PID-Namespace eben den Mount-Namespace finden, wo dann das Protz drin ist. In dieser typischen VFS-Mount-Struktur ist dann einfach das Root-Filesystem und das Protz-Filesystem zu finden. Es hat sich herausgestellt, dass Dinge, die ich nur in einen Container machen will, für das eignet sich besonders das virtuelle Filesystem patchen, weil ich das einmal mache und dann automatisch diese Funktion aufgerufen wird. Das heißt, ich erspare mir diese if-Anweisung und das Suchen vom Namespace und zugehöriger PID. Die System Calls patchen wiederum, das System Call Table patchen wiederum eignet sich besonders gut für globale Operationen. In meinem Fall habe ich die API, mit dem ich mit dem Rootkit rede, über System Call patchen gemacht, weil das ist global, das funktioniert in jedem Namespace gleich, das funktioniert auch beim Wirten oder beim initialen Namespace, das funktioniert überall. Ausbruch aus dem Container. Ich habe da wirklich viel versucht, extrem viel versucht. Ich habe die Taskstruktur hergenommen, habe sie einfach in einen anderen PID-Namespace gegeben. Ich habe den User-Namespace geändert. Ich habe wirklich alles gemacht und alle meine Versuche landeten eigentlich für alle meine Versuche gab es dann eigentlich einen Kernel-Panic. Und ich habe dann viel gesucht und gesucht und gesucht und bin dann zu einer Funktion kommen, die heißt Call User Mode Helper Exec. Und die Funktion ermöglicht, dass man aus dem Kernel raus einfach Commands startet. Und ich habe das implementiert und habe keine Kernel Panic mehr bekommen, aber einen Speicherfehler. Und das hat damit zu tun, dass ich diese Funktion starte aus einem System Call und diese Funktion dauert zu lange und in einem Interrupt-Händler sollte man solche Funktionen nicht starten. Der Kernel hat irgendeine Protection und kommt dann eben mit einem Speicherfehler. Es gibt einen Workaround, man kann oder den richtigen Weg, wie man das verwendet, man kann einen Worker starten. In dem Worker startet man dann einen neuen Kernel-Thread und darin wird dann das ausgeführt und alles ist okay und alles ist wunderbar und es funktioniert. Ich habe dann jetzt so irgendwie mein eigenes Exec geschrieben. Wenn da ein spezieller Name gestartet wird, dann wird es global im ganzen System aufgerufen. Das ist dann zwar blind, das heißt, ich bekomme kein Feedback, ob dieser Call funktioniert hat. Ich sehe auch keinen Output davon, aber es funktioniert in jedem Container und es funktioniert und es startet auf jeden Fall meine Funktion im globalen System. Ich brauche auch keine Client-Software dafür dann. Tja, 4 Wochen vor meiner Präsentation hole ich also nochmal meinen Code raus, den ich 2017 geschrieben habe und komme drauf, dass ich damals die virtuelle Maschine gelöscht habe.
Und ich habe zwar Git verwendet, aber größtenteils meinen Code habe ich brav committed, nicht gepusht. Also musste eine neue Version her. Und ich habe schon gesagt, es ist super, super, super mühsam mit den PIDs und das Managen, mit in welchen Container muss ich jetzt welchen Prozess verstecken. Und ich war total unmotiviert, ich wollte es nicht machen. Und ich kam dann mit einer neuen Lösung. Wenn ich einen Prozess verstecken will, dann will ich ihn nicht selektiv im globalen System oder in einem Container oder in einem Untercontainer von einem Container machen. Nein, ich will ihn überall verstecken. Und ich habe jetzt einfach die Taskstruktur hergenommen und es gibt da Flags drin und habe dann meine eigenen Flags einfach da reingeschrieben in die aktuelle Taskstruktur und habe somit einfach meinen Task markiert, der soll versteckt werden. Es ist super effizient. Ich habe dann einfach nur mehr System Calls verwendet. Bei Master Version 1 habe ich das virtuelle Filesystem zum Verstecken von Prozessen hergenommen. Und was ein bisschen mühsam ist, auch zum Programmieren. Und jetzt konnte ich es ziemlich einfach mit einem System Call machen. Und es funktioniert trotzdem sehr effizient. Ich habe auch angefangen, einen Dateitransfer zu machen. Das heißt, ich habe schon gesagt, man kann mit meiner Containerausbruchfunktion Commands im globalen System starten. Nur will ich eine Reverse Shell machen, dann weiß ich nicht, ob es Netcat gibt oder ob es Ncat gibt und so weiter. Und es wäre doch super praktisch, wenn ich einfach von einem Container Files hochladen kann ins globale System. Das ist leider nicht fertig. Ich habe die letzten 2 Tage damit verbracht, es irgendwie fertigzustellen. Nur es gab viel zu aufregende Talks und bin dann einfach nicht weitergekommen. Ja, dann schauen wir uns den Master in Action an. Hier haben wir einmal einen Container. Dann einen Listener vom Angreifer und hier noch das globale System. Ja, sofort. Okay. Also wir nehmen an, der Angreifer ist schon im System und hat seine Files schon hochgeladen. Das ist ein Standard Ubuntu-Container und es gibt kein LS-Mod und es gibt auch kein Ins-Mod. Darum habe ich den Loader selbst geschrieben. So, standardmäßig ist das Modul geladen und auch sichtbar. Jetzt verstecken wir es einmal. Ich habe dazu einfach ein Kill System Call gehijackt. Und es ist weg. Dann sollte es hier eben meine Bash geben mit der PID 1. Hat im Übrigen nichts zu tun mit dem globalen System PID 1.
Wir können schauen, ob wir da die Shell finden. Sie hat im globalen oder im Namespace vom initialen System die PID 1214. Und ich werde sie jetzt einfach einmal verstecken. Auch dafür habe ich ein eigenes Kill. Und wir schauen einmal im Container. Weg. Und wir schauen da. Auch weg. Jetzt wollen wir natürlich noch ein ins globale System. Und führen einfach eine Reverse Shell aus. Oh. Genau. Schauen wir irgendwie noch einen Beweis, dass wir wirklich da sind. Ja, und weil Ostern ist, gibt es auch ein Easter Egg. Soweit, so gut. Ich war jetzt viel zu schnell und habe bestimmt einiges vergessen, auch wenn ich mich bemüht habe, nicht so viel zu vergessen. Nach der Version 2 von meinem Rootkit sind natürlich viele neue Dinge aufgekommen, zu denen ich jetzt auch noch komme. Aber ich habe auf jeden Fall Lessons learned gehabt. Lessons learned im Sinne von, es gibt schon einige spannende Dinge, die zu beachten sind, wenn man in ein Rootkit für ein Containersystem schreibt. Zum einen eignen sich System Calls wirklich ausgezeichnet für globale Anweisungen oder für alles, was überall funktionieren soll. Das virtuelle Filesystem patchen ist natürlich, wenn es irgendwie spezifisch sein soll, optimal. Task flaggen und Code minimieren ist wirklich praktisch, ist wirklich essentiell. Das hat mir viel Arbeit erspart und es hat auch viele Fehlerquellen rausgegeben. Und Fehler in einem Kernel-Modul will man nicht haben, weil es endet meistens mit einer Kernel-Panic. Ja, Call-User-Mode-Helper-Exec ist sehr gut geeignet für den Ausbruch aus einem Container. Und da ich habe ja dieses Beispiel diesen Fehler in Docker, wenn euch aufgefallen ist, ich konnte im Container Insmode aufrufen. Nicht wirklich, es gab ja keinen Insmode, ich habe meinen eigenen Loader verwendet. Aber das lag daran, dass einfach die Capabilities, Sys-Module bei dem Container zugewiesen waren und das erlaubt einfach das Laden von Modulen. Ich habe das nicht frei erfunden, dieses Szenario, sondern es gab es vor kurzem bei Play with Docker. Wenn jemand von dieser Sicherheitslücke gehört hat, ich sehe nickende Köpfe, da war es genau das. Sicherheitsforscher haben eben bei Play with Docker, das ist eben so ein Service, wo man sich anmelden kann und mit Docker ein bisschen spielen kann, da einen Container gestartet und da einfach mal ein bisschen gepentestet und herausgefunden, dass sie da Kernel-Module laden können. Und haben dann einfach ein Kernel-Modul geschrieben, das genau Call-User-Mode-Exec gestartet hat und mit dem haben sie dann eine Reverse-Shell erreicht. Also es ist tatsächlich, es sind tatsächlich Szenarien denkbar, wo es genau solche Sicherheitslücken auftreten können. Und da ist dann so ein Rootkit super gefährlich. Zum Ausblick. Wie gesagt, es hat viele Fragen aufgeworfen. Ich habe den Dateitransfer schon erwähnt, den wollte ich unbedingt noch irgendwie hinkriegen vor diesem Vortrag, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft.
Dieser Netzwerk-Namespace hat mich irgendwie noch gejuckt, weil wenn ich in einen Container eine Netzwerkverbindung starte, dann sehe ich mit Netstat zum Beispiel nur in dem Container diese Verbindung. Das heißt, im Parent-Container sehe ich diese Verbindung nicht. Der Netzwerk-Namespace ist da ein bisschen anders wie der PID-Namespace. Beim PID-Namespace sehe ich die PID auch im initialen Namespace. Beim Netzwerk-Namespace nicht. Das heißt, Verbindungen, die ich aufmache, sehe ich dann nur im Container. Würde ich jetzt irgendeine Monitoring-Software starten, müsste man sie natürlich auch in jeden Container starten, wenn sie Netzwerkverbindungen auch überwacht. Oder mir etwas einfallen lassen, dass ich das trotzdem finde, keine Ahnung, mit einem TCP-Dump oder Ähnlichem. Und das hat mir irgendwie zum Nachdenken gegeben, ob es vielleicht möglich ist, diesen Netzwerk-Namespace irgendwie auszunutzen, um Netzwerkverbindungen zu verstecken. Weil die üblichen Methoden, wie man in einem Rootkit oder in einem Kernel-Rootkit Netzwerkverbindungen versteckt ist, indem man einfach /prod/net/tcp oder so alle Zugriffe auf diese Datei patcht und einfach die Verbindung, die da ausgelesen wird und die wir verstecken, nicht anzeigt. Also vielleicht ist mit dem Netzwerk-Namespace da irgendwie eine Möglichkeit offen, auf eine andere Form ein Netzwerk zu verstecken. Ja, Direct Memory Access zum Kernel Space patchen würde ich gerne sehen und würde mich wirklich interessieren, ob das möglich ist. User Namespace, den habe ich bis jetzt überhaupt außer Acht gelassen, könnte auch irgendwie spannend sein, vielleicht um User zu verstecken. Und mein Wissen hoffe ich, dass ich in der Anomalieerkennung einsetzen kann. Ich bin bei der AIT in einem Team, wo wir Anomalieerkennung auf Linux-Systemen irgendwie erforschen und daran arbeiten. Und das Wissen um solche Rootkits und um diese Techniken kann mir da einfach weiterhelfen. Dankeschön. Gibt es irgendwelche Fragen? Hast du dir auch K-Probes mit BPF angeschaut? Weil im Moment scheint das so im Moment das zu sein, mit dem man Rootkits schreibt für den Kernel, wenn man so sehr gut verstecken kann. Mit was bitte? K-Probes. Ist ähnlich wie K-Hooks, aber halt quasi in jedem Kernel schon drin. Ja, habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe es gesehen, ich habe Rootkits gesehen, die das gemacht haben, habe ich aber nicht angeschaut. Könnte im Übrigen spannender sein, weil im Kernel ändert sich relativ viel und relativ schnell relativ viel. Und Dinge, die in einer vorigen Version funktioniert hat, wird in der nächsten Version dann wieder nicht funktionieren. Man ist natürlich dann immer hinter den Kernel-Versionen. Und das wäre vielleicht eine Option. Okay, dann Dankeschön.